Wer das aktuelle Windows 10 Update bekommen hat, der hat bestimmt schon festgestellt, dass es jetzt rechts unten in der Taskleiste eine Wetteransicht gibt. Wie man diese nervige Ansicht deaktivieren kann, zeige ich dir nach dem Intro. Das wird jetzt eine absolut kurze Nummer, das Deaktivieren geht relativ einfach. Man kann einfach einen Rechtsklick auf diese Wetterleiste machen, wählt dann aus Neuigkeiten und interessante Themen. Und hier ist in der Regel angehakt Symbol und Textanzeigen. Hier kann ich einfach auf Ausschalten klicken. Damit habe ich wieder die volle Bandbreite meiner Taskleiste ohne diese nervige Wetteransicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein Fenster in meinem Arbeitszimmer und da habe ich auch eine wunderbare Wetteransicht. Die kann ich allerdings nicht deaktivieren. Dazu bräuchte ich Rollläden. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn das Ganze eine App gewesen wäre, die bei Windows 10 installiert wird und ich hätte die direkt deinstallieren können. Leider habe ich dazu nichts gefunden und auch keine Möglichkeit, die zu deinstallieren. Wenn du eine Idee hast, wie diese ganze Wetteransicht und ja Nachrichtenseite hier deinstalliert werden kann, schreib das doch bitte mal in die Kommentare, ich würde den Kommentar entsprechend pinnen.